Ja, hey Alex, vielen Dank für deine Frage. Und wie versprochen, kommt hier das Video dazu. Hallo Leute, der Alex hat mich in den Kommentaren gefragt, ob ich nicht nochmal ein Video machen kann zum Thema Gehaltsabrechnung. Ne, was wird alles abgezogen, brutto, netto, wie verhält sich das Ganze da? Ganz grober Überblick, zeige ich euch heute und bis gleich. So, vorab nochmal ganz kurz ein paar Durchschnittszahlen und auch alle Internetseiten, die ich hier verwende, die verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Also, wie sieht's aus mit den Bruttolöhnen in Finnland? Die Statistiken, die zugrunde liegen, besagen hier 2018 war der durchschnittliche das durchschnittliche Einkommen in Finnland 3.444 Euro. Ja, in Deutschland sind das 3.700 noch was, aber wir haben ja auch schon im letzten Video gesagt, dass nicht das Durchschnittseinkommen unbedingt der Faktor ist, den man vergleichen kann. Soweit erstmal dazu. Jetzt steigen wir auch gleich mal ein und wollen uns angucken, was alles abgezogen wird. Ich habe dazu mal eine finnische Seite aufgerufen und mir die hier auf Deutsch übersetzt. Und ja, das ist hier die offizielle Homepage, wo es hier um diese ja, Steuerzahlen in Finnland geht. Und wie sieht so ein Gehaltsbeleg oder Gehaltsabrechnung 2020 denn nun aus? Das ist hier der Teil, der uns interessiert, was hier vom Arbeitnehmer abgezogen wird. Natürlich, der Arbeitgeber hat auch seinen Beitrag hier zu leisten, aber diese Sachen gucken wir uns jetzt hier anhand eines Durchschnittsbeispiels mal an. Und ich habe da mal drei Beispiele rausgenommen. Hier gibt es einmal ein Bruttogehalt eines Arbeitnehmers von 1.600 bis 1.880. Hier sind nochmal genannt, die Lohnkosten sind 1.888 Euro für ein Gehalt, was ungefähr zwischen 1.600 und 1.088. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Wie unterteilt sich das denn? Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Lohnkosten von 1.888 zugrunde liegen, und ein Bruttogehalt von 1.600 Euro, interessiert uns doch jetzt, was geht genau davon ab? Wenn hier das Bruttogehalt 1.600 Euro sind, dann bekommt man 1.218 Euro raus. In diesem Beispiel von, ja sagen wir mal, geringes Einkommen. Das geringste, was hier als Beispiel genannt wird. So, und was geht denn nun überhaupt alles davon ab? Diese orange markierten Teile hier, das ist das, was vom Arbeitnehmer abgezogen wird. Also nochmal, Bruttogehalt 1.600 heißt Auszahlungsbetrag 1.218. Was geht nun davon ab? So, da haben wir hier das erste Beispiel. Und das ist die sogenannte Gemeinschaftsgebühr. Ja, der kommunale Beitrag und die Gemeinschaftsgebühr wird hier natürlich auch nochmal einzeln erklärt. Die gesetzlichen Grundlagen sind hier auch nochmal genannt. Gemeinschaftsgebühr ist neben der Mehrwertsteuer die bedeutendste Einzelsteuer in Finnland und ja, sind immer rund 19%. Und das ist eben dieser Beitrag hier von 197 Euro und ein paar zerquetschte. Dann gibt es hier, Päivä heißt immer Tag, also das ist hier das Tagesgeld. Das ist das Geld, was der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zahlen kann, wenn der Arbeitnehmer für seine Tätigkeit Geschäftsreisen durchführen muss. Also ein Anstieg der Lebenshaltungskosten. Ne, und diese Steuern werden dann so festgelegt, dass es eben hier jetzt in diesem Fall 18,88 Euro sind. So, das ist natürlich nicht in jeder Abrechnung der Fall. Und
Aber weiter geht's hier nochmal mit diesem Posten. Der durchschnittliche Kirchensteuersatz ist 1,39%. So, da wisst ihr Bescheid. Ülle, was ist das denn jetzt hier? Ülle Vero, das ist die Rundfunkgebühr. Und die Rundfunkgebühr, da haben wir sie, die Ülle-Steuer, die Rundfunkgebühr, die sind meistens 2,5%. Aber hier in Finnland ist es so, dass der Beitrag für die Rundfunkgebühr eben hier ganz normal vom Lohn schon abgezogen wird. Beträgt also je nach Einkommen 0 bis 163 Euro. Also 2,5% des gesamten Nettobetrages. So, zurück zu unserer Übersicht. Was geht hier auch noch ab? Und das ist natürlich dieser Posten hier. Das ist unsere Krankenversicherung. Wenn wir das Ganze mal auf Deutsch übersetzen, Krankenkassenbeiträge und diese Prämie nämlich hier. Die Krankenkassenprämie ist 0,68% und das Tagesgeld davon 1,8%. Okay. Wenn wir das in diesem Rechenbeispiel sehen, ist das hier ein 10er, okay, im Monat für Rundfunkgebühr, 6 Euro noch was für Krankenversicherung. Und was ist das denn hier mit 0 Euro? Das ist die staatliche Einkommenssteuer. Und die hat für uns hier in diesem Beispiel noch überhaupt gar keine Bedeutung, weil das nämlich erst ab einem Einkommen von 47.000 Euro pro Jahr berechnet wird. Das heißt, erst wenn dein Einkommen 47.000 Euro pro Jahr übersteigt, dann werden diese Beiträge fällig. Wenn wir hier uns das nächste Beispiel nochmal angucken, ist es hier auch noch nicht der Fall. Wenn du jetzt hier ausgezahlt 2.169 Euro bekommst, dann bezahlst du hier immer noch keine staatliche Einkommenssteuer. So, wie sieht es hier aus in dem anderen Beispiel? Hier 3.659 Euro ausgezahlt, Nettobetrag. Und da sehen wir den Betrag. Und da sind es dann gemäß der Liste 429. Ja, und wenn man sich diese drei Rechenbeispiele mal anguckt, da klafft doch schon eine ziemliche Lücke. Bei einem Bruttogehalt von 6.000 Euro bekommt man 3.659 raus. Wenn ich ein Bruttogehalt von 3.000 Euro zugrunde lege, kriege ich 2.169 raus. Und wenn ich Geringverdiener bin und das Bruttogehalt beträgt 1.600 Euro, kriegt man 1.218 Euro raus. Und das ist hier in diesem Beispiel ziemlich genau berechnet. Und ja, da kriegt man doch schon einen groben Überblick, wie das denn hier in Finnland so ist. Ganz anders als in Deutschland natürlich, aber so ist es eben hier. So, dann gibt es natürlich auch hier nochmal einen Arbeitgeberanteil. Der Arbeitgeberanteil, ganz kurz nochmal überflogen, ist erstens hier die Berufsrentenversicherung, dann die Beiträge zur Krankenversicherung, dann zahlt der Arbeitgeber hier auch noch einen Teil zur Arbeitslosenversicherung, dann natürlich eine Unfallversicherung wird abgezogen hier für diesen Betrag und eine Lebensversicherung. Warum ist der Betrag so gering? Ja, weil das eine Gruppen- oder Sammellebensversicherung ist, wie das so bei diesen Arbeitgeberbeiträgen eben üblich ist. So, ich hoffe, ihr habt jetzt nochmal einen groben Überblick bekommen. Also zusammenfassend kann man hier nochmal sagen, in unseren drei Beispielen, der durchschnittliche kommunale Steuersatz hier 19,97%, die Kirchensteuer mit 1,39% wird abgezogen. Krankenversicherungsprämie unterteilt sich in Krankenkassenprämie und Tagesgeld.
mit 0,68 und 1,18%. Und die Arbeitslosenversicherungsprämie ist hier lediglich 1,25%. Da muss man aber auch sagen, jeder Arbeitgeber hat die Möglichkeit, selbst zu einer, also Arbeitskasse würde ich sagen, zu gehen. Und jeder Berufszweig hat da seine eigene. Und wer keinem dieser Zweige angehört, der kann hier ganz normal eine allgemeine Versicherung nehmen. Auch das ist vielleicht nochmal ein Thema. Aber hier muss man sich selber dann nochmal dazu anmelden. Das ist keine Pflicht, ist aber wichtig, weil du kriegst auch ganz, ganz geringes Arbeitslosengeld von KELA, wenn die dann überhaupt für dich zuständig sind. Also du musst dich hier dann nochmal in Finnland einer Arbeitslosenkasse beitreten, so will ich mal sagen. So, und zum Schluss hier nochmal der Beitrag zur Rentenversicherung mit 7,15. So, ihr kennt ja nun die Werte in Deutschland und könnt das gut vergleichen. So sieht es hier in Finnland aus. So viel zum Freitagsvideo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnier doch meinen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Und ja, jede Woche gibt es ein neues Video und einmal im Monat gibt es ein Update von mir. So viel dazu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Alex, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.